Hallo, liebe Schüler, heute geht es um arithmetisches Mittel und die Spannweite. Das werden wir uns anschauen. Ja, ich habe am Anfang leider jetzt etwas viel Text dabei. Wir werden uns das gleich an einem Beispiel anschauen, was es bedeutet. Also, addiert man Daten und dividiert deren Summe durch die Anzahl der Daten, so erhält man den Durchschnittswert oder das arithmetische Mittel. Durchschnitt kennt ihr vielleicht. Wenn man die Noten zum Beispiel zusammenzählt und dann durch die Anzahl der Schüler teilt, bekommt man den Notendurchschnitt. Und das nennt man eben auch arithmetisches Mittel. Das war das. Addiert man Daten, also zum Beispiel in dem Fall alle Noten, und dividiert das Ergebnis, also die Summe, durch die Anzahl der Daten, also durch die Anzahl der Schüler, so erhält man eben diese beiden Werte. Die Differenz aus dem Maximum und dem Minimum der Daten heißt Spannweite. Heißt nichts anderes als die schlechteste Note minus die beste Note. Und das ist dann die Spannweite. Wir schauen uns das Ganze mal noch in einem Beispiel an. Wir haben zum Beispiel jetzt folgende Größen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schüler gemessen, wie viel Kilogramm sie wiegen, und wollen davon jetzt den Durchschnittswert bzw. das arithmetische Mittel berechnen. Und das funktioniert eben, indem man alle Daten zusammenzählt, also 6 und alles zusammen, ich zähle es jetzt nicht auf, und teilt es dann durch die Anzahl der Daten. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genauso wie beim Notendurchschnitt eben. Und das Ergebnis beträgt dann 49 Kilo. Also wenn ich quasi das alles zusammenzähle und durch 7 teile, bekomme ich 49 Kilo. Spannweite, das war ja das, der größte Wert und der kleinste Wert voneinander minus genommen. Also suche ich mir den größten Wert, der liegt bei 58 Kilogramm, und ich suche mir den kleinsten Wert, der liegt bei 45 Kilogramm, und das ziehe ich voneinander ab und ich erhalte 13 Kilogramm. Das ist also die Spannweite. Das sind sogenannte Kenngrößen, mit denen man in der Mathematik einige Aussagen treffen kann, und das werden wir dann in den nächsten Aufgaben mal etwas genauer beleuchten. Für dieses Video oder für diesen Hefteintrag reicht es zu wissen, dass das arithmetische Mittel ein Durchschnittswert ist. Also das hat aber eben auch diesen Namen, und dass er auf diese Weise berechnet wird, indem man alles zusammenzählt, was da ist, und dann durch die Anzahl teilt, und dass die Spannweite die Differenz, also die Minusrechnung von dem größten Wert mit dem minus dem kleinsten Wert ist. Das war's schon, das übertragt ihr jetzt in euer Heft.